Anscheinend nichts. Okay, so. Und rein in die Bildstube. Was ist das denn? Heiltrank ist. Nein. Hm, noch einer. Nach dir. Eingesperrt, ich sehe es schon kommen. Ich muss für diese auf den ersten Blick zweifelhaften Methoden um Verzeihung bitten. Jetzt mach schon das Tor auf. Nicht so schnell. Ich fürchte, ich kann nicht zulassen, dass du die Aufgabe übernimmst, bevor ich nicht weiß, dass du auch fähig genug bist, sie zu einem gewünschten Abschluss zu bringen. Ich weiß nicht, worüber du redest. Der große Mirage bietet dir Informationen über den Verbleib eines gewissen Captains, der, wie du sicher weißt, die einzig bekannte Person ist, die den Turm jemals betreten hat. Ich meine, der einzige, der ihn auch lebend verlassen hat. Und was erwartet der große Mirage als Gegenleistung? Aber rein gar nichts. Er überlässt dir diese Information als Zeichen seines guten Willens. Warum dann diese Fallhürden? Oh, es ist nichts Persönliches. Mirage hat nur seine eigene Vorstellung von Aufnahmeritualen, wenn er jemand Neuen verpflichtet. Nun, möchtest du immer noch erfahren, wo sich der Captain aufhält? Ja. Du wirst ihn und seine Leute in einem Unterschlupf südlich von hier vorfinden, in einem kleinen Dorf. Genaueres solltest du mit den Rebellen vor Ort klären. Aber nun zurück zu den Formalien. Meine Herren, wenn Sie mit Ihrer Arbeit beginnen würden... Viel Glück. Ich hasse sowas. Da ist der in der falschen Gegend gesucht. Ja, ich mache euch alle nieder. Ey. Mann! Hilfe! Oh, ey! Man kann als Zauberer echt nicht nur Zauber nehmen. Das gibt's ja noch nicht. Das war recht beeindruckend. Es liegt etwas beinahe Theatralisches in deinen Ausführungen. Was für eine Art Test soll das gewesen sein? Eine, die tendenziell dein Missfallen auslöst, wie mir scheint. Was mich daran erinnert, dass der große Mirage dir ein Angebot unterbreiten möchte. Was, wenn ich kein Interesse habe? Obwohl deine Bedenken durchaus verständlich sind, solltest du in Betracht ziehen, dass Mirage nicht die Art von Mann ist, die ein Zögern für besonders angebracht halten würde. Wie lautet das Angebot? Du hast eine Reihe von Fragen gestellt, in Bezug auf die erst kürzlich zu beklagenden Mordfälle. So ist es. Demnach ist dir nicht verborgen geblieben, dass Mirage vor etwa 8 Jahren die Nachfolge in der Führung der Organisation angetreten hat. Er hat sich nach oben gemordet. Gewissermaßen. Bevor Mirage sein Erbe antreten konnte, war er gezwungen, den Vorgänger Tyrs Darrum seiner Stellung zu entheben. Leider verweigerten einige von Tyrs Darrums Leuten die notwendige Mitarbeit. Er hat sie umgelegt, sie und ihre Familien. Nachdem wir Darrums Domizil einer gründlichen Säuberung unterzogen hatten, musste mein Herr feststellen, dass wir ein Detail außer Acht gelassen hatten. Es war ein Junge. Darrums Sohn. Er hat überlebt? Jemand anderer hatte seinen Platz eingenommen. Ein Neffe von Darrum. Die Familienähnlichkeit war frappierend. Sie war so groß, dass der Irrtum nicht gleich aufgefallen ist und Darrums wahrer Erbe hatte Zeit unterzutauchen. Und nun denkt ihr, dass er... Das ist in der Tat die Annahme. Ah, und jetzt wollt ihr, dass ich... diesen Fehler korrigiere. Und was bekomme ich dafür? Geld natürlich. Der gute Wille meines Herrn wird sich auf nicht unerhebliche Weise finanziell niederschlagen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass sich unsere Geschäftsbeziehung bei Erfolg gewissermaßen konsolidieren würde. Ich mach's. Gut, dann solltest du mit Cesk anfangen. Er ist der einzige Anhänger von Darum, der sowohl von der gegnerischen Seite als auch von uns verschont blieb. Und warum diese Milde? Mein Herr hat sehr weise angenommen, dass, sobald Darums Sohn in die Stadt zurückkehrt, er Kontakt mit Cesk aufnehmen würde. Er steht die ganze Zeit unter Beobachtung, weshalb wir heute davon ausgehen müssten, dass unsere ursprüngliche Annahme falsch war. Warum ist er dann auch wichtig? Nun, wir interessieren uns für die Frage, ob wir vielleicht eine Kleinigkeit übersehen haben. Es ist Teil deiner Aufgabe, das herauszufinden, bevor die Lage eskaliert. Betrachte deinen Auftrag bitte nicht als ein krudes Verhör. Gewinne sein Vertrauen. Er hat eine kleine Werkstatt in Cessna da. Ich hoffe, Basil hat dein Repertoire in derartigen Angelegenheiten nicht überschätzt. Ich wünsche gutes Gelingen. Erzähl mir mehr über den Jungen. Dunkles Haar und heißt Daniel. Aber mit der Zeit werden diese unbedeutenden Informationen vermutlich noch unbedeutender. Erzähl mir mehr über Cesk. Er ist Waffenschmied in Cessna da. Seine Erscheinung lässt leicht falsche Rückschlüsse auf sein wahres Alter ziehen, in wenig schmeichelhafter Hinsicht. Er ist keineswegs jung, aber er wirkt noch viel älter, als er ist. Wir bestellen nur gelegentlich etwas bei ihm. Äußerst skurril, dass wir es überhaupt tun. Also ist er auf Großbestellungen der Regierung angewiesen. Massenproduktion. Und das widerstrebt seiner Handwerkerehre zutiefst. Tja, dann habe ich wohl sozusagen einen Auftrag. So könnte man das sehen, ja. Ja, klar, das ist gut. Wie lohnt es? Was sollte das jetzt eigentlich umbringen? Nicht mit den Leuten. Okay, wir haben neue Zauber. Das heißt, ich brauche mal wieder so eine neue Beschwörerkarte. Ja, wirklich. So. Beschwörten Skelett. Das hatte ich vorher noch nie ausprobiert. Werden wir jetzt mal ausprobieren. Skelett ist cool. Und es ist grün. Das ist auch cool. Ja, was nehmen wir mal als nächstes? Gift. Zombie. Das ist immer cool. Und als nächstes müsste eigentlich eine Mumie kommen. Rein von der Theorie. Dark Knight. Oh, ich kann Batman beschwören. Das ist geil. Okay, das ist jetzt mein neuer Favorit. Batman. Juhu. Ah ne, ich hab noch Blitz oder so, ne, dazu bekommen. Was sagt Blitz genau? Was ist nicht? Psyche. Ja, Erde. Ich habe ja vorher keine Erdmagie wirken können. Ist nur noch grün? Wieso habe ich immer noch mit Dark Knight? Was ist denn hier los? Jetzt ja, endlich. Alter, ist das Ding geil. Also Beschwörer haben wirklich einen sehr abwechslungsreichen Lebensstil. Eine Bär, ein Werebeast. Okay, ein Wolf. Für Creeper. Das ist ja mal cool. Was hat das Werebeast? Das hat, ja, genau dieselben Attribute wie hier. Ein Golem. Oh yeah. Ich glaube, Golems sind jetzt meine. Also Dark Knight wegen dem Namen, klar, aber. Golem, ne?
Ist aber ein bisschen zu fett, da kommt mir überall durch. Das ist schade. Ich brauche eigentlich was Agiles. So ein Golem ist zwar cool, aber kommt nicht überall hin. Man muss ja ein bisschen... Ein Barn. Okay. Ich glaube, einen Barn hatte ich schon mal gesehen. Stimmt. Yep, Barns sind cool. Das ist nicht mal echt abwechslungsreich, du. Okay, was haben wir noch? Leben, was war das, glaube ich, mal? Auf eine Leiche anwenden. Leiche wird mit